Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal möchte ich mich mit dem GitHub-Projekt Twint beschäftigen. Twint ist ein Tool, mit dem man Twitter recht effektiv durchsuchen kann. Genau, zum Beispiel kann es halt 3200 Tweets anzeigen. Über die Oberfläche bekommt man dadurch deutlich weniger. Und das Tool ist in Python geschrieben. Ich habe sehr wenig Ahnung von Python, also ich kann zwar ein bisschen programmieren, aber eben nicht Python. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, ob uns die Installationsanleitung hier ausreicht. So, ich habe mir hier einen Ordner Twint angelegt, Git angelegt, in dem ich jetzt das Projekt klonen werde. Markieren mittlere Maustaste. Genau, zuerst brauchen wir natürlich sudo apt install git. Das hat doch schon mal geklappt. Jetzt habe ich hier einen Ordner Twint. Und jetzt gibt es hier so Requirements, also Module, die nachinstalliert werden müssen. Das wird mit pip gemacht. Das ist sozusagen das apt oder das apt von Python. Und das ist wahrscheinlich auch nicht installiert, oder? Doch. Interessant. Aha. Okay. Scheint doch geklappt zu haben. Und jetzt gibt es eine setup.py. Schauen wir mal rein. Und da gibt es den Befehl install. Na dann. Nano. Ach, ohne Minus Minus, okay. Permission denied. Sudo davor. Okay, scheint geklappt zu haben. Kann das Minus Minus help? Sehr schön. Das sind also die ganzen Parameter, die es gibt. Aber es gibt auf der GitHub-Seite auch ein paar Hilfen. Also twint-u Username. Dann hole ich mir eben die Tweets von einem User. Und mit S kann ich dann Suchbegriffe absetzen. Na, dann schauen wir doch gleich mal nach dem Freibier vom Herrn McAfee. Twint-u, Gott habe ihn selig oder wie auch immer. Twint-u, Official McAfee und dann minus s free beer. Ja, da haben wir diesen Tweet vom 21.8. und yesterday on my way to London mit dem Free Beer. Das hatten wir im letzten Video. Inzwischen ist der gute Mann verstorben, wer es nicht mitgekriegt hat. Aber von daher ist es vielleicht auch unter Datenschutzgesichtspunkten gar nicht mehr so gravierend, wenn ich seine öffentlichen Inhalte durchsuche. Wobei, da würde ich jetzt bei öffentlichen Sachen eh nicht so die Sorge haben. Und jetzt gibt es hier doch noch Since und Until. Ne? Since und Until. Und wie war das Format? Das habe ich jetzt gerade vergessen. Jahr, Monat, Tag. Okay. Und hier haben wir eben. Genau. Das heißt, ich nehme
mir den und suche nicht nach s, sondern minus sinds. Jetzt nehmen wir halt mal die 2, 3, 4 Tage vorher, weil wir herausfinden wollten, wo er war. 2020 minus 01 minus 2, 4 und minus minus until. Wir wollen ja jetzt nicht alles haben. Und dann 2020 01 01 28 und dann schauen wir mal, was passiert. So, und an der Oberfläche hatte ich ja das große Problem, dass die ganzen Retweets dafür gesorgt haben, dass ich eigentlich die eigentlich interessanten Tweets nicht gefunden habe. Ja, hier auch alles voll mit Retweets. Aber ich kriege wesentlich mehr Ergebnisse als über die Oberfläche und das ist natürlich das Interessante. Und gibt es noch mehr interessante Sachen, dass ich zum Beispiel nur Tweets mit Bildern mir anzeigen lassen kann? Retweets. Ne, das will ich ja gerade nicht. Followers. Hier. Location. JSON, Hashtag, das sind die Ausgabeformate, ich kann das also in einen JSON-File oder in einen CSV, also einen Excel-File, raus exportieren. Ich dachte, da gab es sowas wie, doch, hier ist es, Images, genau. Also, na. Minus minus Images und jetzt kriege ich halt nur noch die Bilder, die Tweets mit Bildern, genau, und hier habe ich die Links zu den jeweiligen Tweets. Jetzt könnte ich mir natürlich die Links rauskreppen. Die grep http.stamm. Okay, und die lasse ich mir mit minus O ausschneiden. Ja, jetzt habe ich hier diese Links und was man hier natürlich machen kann, ist Rechtsklick, Verweis öffnen und dann kriegt man den offiziellen Tweet angezeigt mit dem Foto. Ja, das kennt ihr ja schon. Und natürlich könnte man jetzt auch versuchen, das alles automatisiert herunterzuladen. Aber das geht jetzt für heute zu weit, weil eigentlich wollte ich ja heute zeigen, wie Twint funktioniert. Und ich finde es ein ganz interessantes Tool, wenn man mal wirklich auf Twitter was sucht. Vor allem eben mit diesen vielen Möglichkeiten, dass man es eben auch in unterschiedlichen Formaten wegspeichern kann. Und was ich mir auch noch angucken möchte, ist irgendwann diese ganze Visualisierungsgeschichte, die sie da jetzt noch einbauen, ob das was Nützliches ist, ob es mir gefällt. Ja, und auch diese ganzen Hilfen, wie man es nutzen kann. Also schon eine coole Sache. Schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert. Und macht's gut. Ciao, ciao.